gucken mal hier, was es hier gibt. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Aha. Eingesperrt? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Kann ich damit... Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Das ist jetzt schräg, ey. Was waren das? Asbesthandschuhe. Runter schon? Ja, wir gehen mal runter, gucken, was es da gibt. Oh, hier sind wir jetzt. Darunter können wir noch nicht. Also mit den Handschuhen packen wir da den Stier mit an. Nee, ne? Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Ist das für den Chili vielleicht? Die Frage ist, was machen wir mit dem Chili? Naja, aber es könnte echt für den Chili sein. Da ist ein Loch in der Plattform. Sehr schön. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Wow. Hoch mit dem Hebel. Also hier kann ich nichts machen, ne? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, ja. Damit kann man... Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Okay, okay. Wir bräuchten also einen Schlüssel. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Fußfessel? Wofür ist denn das? Da besteht keine Fluchtgefahr. Da ist nichts mehr zu holen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Will hier jemand flüchten, Leute? Was für später? Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Oh Gott, ein Seziermesser. Das haben wir jetzt aufgehoben, ne? Und den Zahnbohrer. Oh Mann, ey. Lachgascontainer. Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Kann man da wohl... Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Wir probieren mal alle Items zum Knacken. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Okay. Du noch? Gott sei Dank bin ich ein Verdammt! Ja, verdammt. Dartpfeil? Gott sei Dank bin ich... Verdammt! Okay, das ging alles nicht. Ich denke, hier kann man aber erstmal nichts mehr machen. Wir gehen mal... Ah, Fußfessel. Da besteht keine Fluchtgefahr.
Okay, wir. Ach, wir müssen den Hebel betätigen. Da haben wir halt Handschellen. Wie kann man sich die nehmen? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für Wie später auf. kommt da überhaupt jemand dran? Naja, was soll's? Nee, runter soll der. Nee, hoch. Nee, runter soll der Hebel. Bitte. Genau. Damit wir zum Stier können. Also zum Auto, wollte ich sagen. Wir gucken mal da, ob das geht in dem Zahnbohrer. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Habe ich mir gedacht. Sieht's Gott hier sei nicht Dank so? bin ich ein geschickter. Verdammt! Ja. Okay, das geht alles nicht. In Ich glaube Handschuhen. nicht, dass das. Aber da habe ich mich schon oft ge. Okay, wir gehen mal nach Hause. Warte mal da. Ein Dartpfeil gegenwerfen. Das würde den Stier nur Ja, ärgern, ja. aber noch nicht genug. Wir gehen mal nach Hause. Wo war nur das Zuhause? Tonis Laden? Ah, Tonis Hütte, ja. Vielleicht nochmal hier nachgucken. Bei denen. Noch nicht, ne? Später vielleicht. Vielleicht, muss ich denen Chili anbieten? Hier kann man leider nicht rein, diese Hütte hier. So, da ist die Chili. Wir gucken mal, ob das was bringt. Tatsächlich. Wir haben jetzt die Chili. Die Chilischote im Inventar. Geil, geil. Gibt's hier noch was? Zur Hütte? Okay, wir kommen voran. Kochen vielleicht? Chilischote? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Okay, putzen nennt er das. Wir nennen das Kochen. Waschen vielleicht? Das, Das Trinkwasser ist ja. so brackig, die Sachen Das werden war ja gerade sauberer, wenn man daneben. sie nicht wäscht. Genau. Mauseloch. Ist das für die Maus? Nee, ne? Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Genau. Gut, hier kann man nichts tun. Doch, wir hatten ja den Seitenschneider. Den können wir leider nicht mitnehmen. Das Fernrohr. Kann man damit was machen? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ah ja. Stimmt sogar. Hatten wir ja schon mal, ne? Okay, das. Ah, da kann man nichts mehr mitmachen. Das war nur so ein Gag. Wir schauen mal hier. Auch nichts. Gar nichts. Wow. Komm rein da. Wir gehen mal zu, Entschuldigung. Wie hießen die? Lotti, ne? Lotta, Lotti.
Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Genau, vielleicht mag sie ja Chili. Das schenken wir ihr dann. Oder vielleicht geben wir das Goal. Vielleicht mag die ja Chili. So, Wenzel. Nee. Können wir das denen geben? Den Leuten vielleicht? Den dreien? Mögt ihr das? Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles Objet, das viel wertvoller ist als alle Wartenummern zusammen? Vergiss es! Puh, diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen, wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht festkrallte. Okay. Lotti, du vielleicht? Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleiner... Oh mein Gott. Aufgerufen, keine Ausnahmen. Okay. Ja, das wäre lustig. Aber ich brauche die Chili für das Rezept. Für das Rezept? Dafür vielleicht? Ach. Oh, okay, das haben wir dann. Heiße Bohnen. Dafür ist die Chili, okay. Besonderes Aufputschendes. Aufputschen, was? Ja, egal. Da gab's ja nichts mehr. Hm. Die wollen gar nichts, ne, die Kerle. Den Trichter vielleicht. Na, was ist denn? Doch nicht etwa... Okay, wir benutzen mal alle Items durch. Oder? Na, was ist doch nicht... Ich denke mal... Nee, komm, wir gehen mal weiter. Wir schauen mal hinten nochmal. Zum Sichergehen. Ich sagte... Weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist! Wir brauchen eine Uhr. Boah, der guckt doch so ganz lustig, der Gizmo. Aber da... Ich denke, hier gibt's nichts. Wir können halt ihr was geben. Die Frage ist, das gut ist. Ne, wir können... Also das ging ja nicht, stimmt. Die Chili will sie auch nicht. Irgendwas mit ihm. Gizmo ist Arzt, Polizist... Was denn jetzt noch? Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Okay, Notfall melden? Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Diebstahl? Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert! Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person! Ja, ein ja. Kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen, seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Also wir haben dann ordentliches mitgenommen. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene... Ja. Das war meine Skaber. Und ich glaube... Ich? Unglaublich, was... Zwicken im Rücken, das... Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein.
Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ja. Wir gehen mal zu Hanik. Schauen mal, was da ist. Also da haben wir das Rezept für den Kerl. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Könnte es sein, dass wir die Chili schon abgeben können? Schlüssel. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Wie war noch gleich dein Name? Ah. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? War das Pink, Leute? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Ah, ich liebe das Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Boah, Hanik, ey. Oder Rufus. Okay, wir haben den Schlüssel für den Truck, Leute. Das war gut. Hallo. Ah. Gibt es hier noch was? Bis bald. Tschüss. Ach, das sieht so aus. Sprengen können wir nichts mehr, ne? Schauen wir mal kurz. Nee. Nochmal kurz zum Lonzo. Kann ich ihm die Chili schon verabreichen? Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne? Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Da rein. Die Chili könnte Teil des Rezepts sein. Ups, hä? Das hab ich irgendwie gar nicht gesehen. Ja. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß! Gut, dass wir das da mal aufgehoben haben, Leute. Hier müsste man doch Dart spielen können. Das sieht aus wie eine Dartmaschine. Aber da kann man nichts machen mit. Vielleicht ihm zeigen. Ach, die haben wir von hier. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Es steht. Besorgt diese. Aber wir haben das ja von hier genommen. Den Dart-Pfeil. Wir gehen mal zum Truck. Obwohl der Papagei. Der Arme. Ich habe Hunger! Der will ja auch. Okay, der will nichts. Ne, Hunger hat er, aber. Wir auch. So. Wir knacken jetzt den Truck. Und gucken mal, was Schnuckiputz da drin hatte. Hebel, Motorhaube, sonst nichts. Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Das fragst du mich. Ich glaube, wir müssen hier alles ausprobieren. Damit kann ich das Gehäuse auch nicht. Aber wie komme ich da? Ja, wir probieren mal alles aus. Das muss nicht. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der. Moment mal, steht da etwa auf. Ja, das steht da wirklich drauf. Damit Haken. Kann ich das Gehäuse. Aber wie. Ich gehe das mal ganz schnell durch. Da Leute. Muss ich offenbar die Frage. Damit kann ich das Gehäuse. Aber. Da muss ich nichts offenbar. Die Frage ist nur.
Der Trichter wäre mein erster Plan. Offenbar ist noch die Frage. Aber das ist ja voller Schwachsinn. Da Rezept. Das lasse ich mal. Lieber nicht. Ups, Entschuldige. Zurück. Ich will an die Batteriesäule. Das ist ja schon fast. Oh. Damit war das. Au! Yeah! Säure. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Den Vorhang? Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Unterwassergrill. Haben wir sowas? Also den Trichter können wir auch nicht benutzen. Ne? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Das wird doch alles verschwendet jetzt. Aber gut. Also Unterwassergrill hat er gemeint. Na sowas. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay, das hier, mag er das? Oh, das wird ihn sauer machen, oder? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha. Vorsicht. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Oh, macht dich das etwa wütend? Oh nein. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Das arme Tier. Nein, nicht reiten. Ah. Gleich nochmal. Ja, ne, gleich nochmal, Leute. Ihr habt's gehört.